Ich küsse dein Herz, Bruder, ja. Hey, Manuelsen gegen Bösemann, wer gewinnt, was sagst du? Ja, wer? Weiß ich nicht, Bruder, aber ich würde mal sagen, wenn Manuelsen Mut hat und wirklich kämpft, dann würde ich sagen Manuelsen. Ich gönne ihm das auch, dass der gewinnt. Die machen diesmal anders, oder? UFC diesmal, oder? Ich weiß nicht, was die machen. Wallah. Ich interessiere mich nicht für sowas, Cousin. Wallah. Ich bin ein Mensch, Bruder, wenn ich TikTok verlasse, tschüss. Ich gucke gar nicht. Ich kriege immer Videos von irgendwelchen Leuten, die ich mir angucke. Oder morgens, wenn ich wach werde, einen Kaffee trinke, gucke ich einmal. Dann gehe ich Zähne putzen, Gesicht waschen und dann gehe ich live. Aber so auf TikTok for Yous gucken, YouTube, ist nicht meine Welt. Ich habe gar keine Zeit für sowas. Und keinen Nerv, Wallah. UFC ist doch selber. Bruder, der Mann, Cousin, Red Diamant, Diamante, brillant, elegant wie ein Diamant. Ich unterhalte mich mit dem Mann und der sagt, es ist respektlos, wenn ich ihn die ganze Zeit da reinquetsche und die Kommentare vorlese. Wo der auch recht hat, ne? Die Döner, Ersin, vielen Dank, mein Bruder. Danke, danke, Wollte danke. Döner-Song haben. Folgt alle die Döner, Döner hier, hier. Macht das schöner. Ich mache jetzt einen Film auch mit Massiv. Das ist wieder interessanter als ein Song. In Februar. Zu Weil was? Schauspielerei ist mein Leben, Bruder. Schon immer als Kind. Ich liebe Schauspieler zu sein. Richtige Film oder zu irgendein Tabak oder so von ihm? Bruder, wir machen einen richtigen Kinofilm. Ja, Achillet Mafia, yo. Sie gucken, wir machen einen Film. Auf jeden Fall einen starken Film. Du hättest bei diesen 5 Blogs mitmachen sollen, ja? Der hatte ja gesagt, das ist ja der gleiche Regisseur von 4 Blocks, er will mich hier haben. Er hat ja gesagt, ich will arrogante Pate. Hätte mich davor gekannt, wäre ich auf jeden Fall da drin. Aber ich glaube, wenn ich in den Film, in die Serie drin wäre, wäre es Dann ganz, ganz ganz anders klar. abgelaufen. Weil wir sind original, Bruder. Wir haben das Nicht, super hingekriegt, aber das war für mich nicht original. Und ich hätte das original gemacht. kennst Originale du 47. Serie Moco Mafia? Ja, habe ich mir vor ein paar Tagen geguckt. Und wie fandest du die? Hab das nicht geguckt, weil ich TikTok war, aber mein Bruder guckt das, also die gehen krass ab, ne? Moco Mafia ist 1000-mal krasser als 4 Blocks, so was Aber das ist ja auch, Gewaltszenen angeht, was das sind ja Gewalt wahre Geschichten, ne? angeht. Das ist ja die Realität, die Straßen. Aber 4 Blocks war ja einfach nur alles nur Show. Das war ja eine Serie, oder? Kannst du nicht vergleichen, Cousin? Kannst ja nicht Original gegen Sache vergleichen. Du musst Patent machen. Du brauchst Patent. deine eigene Serie oder Film. Schritt vor Schritt, Bruder. Gucken. Was kommt, kommt. Du nennst die Serie Tach Tach einfach nur. Aber ich werde auch bald ein Buch schreiben, glaube ich, über mich selber. Biografie? Ich weiß nicht was. Über meine Geschichte, meine ganze komplette Lebensgeschichte schreibe ich in einem Buch. Die traurige Geschichte von arrogante Pate. Ja, Hobby. Yahobi. Ey Mann, ich küsse dein Herz, ey Mann, Yahobi. Ja, aber Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, TikTok bockt nicht mehr, Barello ist nicht da, Bruder. Mir ist langweilig, ich habe keine Community mehr. Ich weiß nicht, mit wem ich live gehen soll. Weil die letzte Zeit war ich wirklich nonstop mit Barello live und man gewöhnt sich an den, weißt du? Ist er nicht mehr auf TikTok hier? Nein, Yasser ist auch nicht mehr so oft live. Ich weiß, ich sehe ihn ja nicht. Arafat, es hat Spaß gemacht, auch mit den Jungs, super Jungs. Aber ich war heute voll lange live, Alter, und immer versuche ich meine Zuschauer glücklich zu sehen. Natürlich, ich bringe die zum Lachen und ich unterhalte die, aber ich kann auch nicht mehr alles alleine machen, Bruder. So langsam fühle ich mich langweilig, ja. Obwohl das Lädst du Videos hoch auf deinen Account? nein. Ich glaube deswegen. Du willst Ich die nehme das mal. alles gar nicht so ernst, Bruder. Mir ist das egal. Spontan. Ich würde immer, wenn du so auf Reichweite ein bisschen mehr haben willst von deinen Leuten, dass deine Leute wieder reinkommen, so. Ich würde immer, bevor du live gehst, ein Video hochladen. Irgendwie so. Auch locker. Du bist eine Person. Die Leute haben.